Hallo und herzlich willkommen zu Making Danger Dennis. Ja, ein frohes neues Jahr an alle Zuschauer, zumindest an die Live-Zuschauer hier. Es ist jetzt, glaube ich, 6 Wochen her ungefähr, dass ich zuletzt was an Danger Dennis gemacht habe. Ich habe, glaube ich, alles vergessen, aber da kommen wir wieder rein. Das notfalls mit eurer Hilfe wird das was werden. Ja, was ist bisher passiert? Previously on Danger Dennis. Ich versuche ein neues Amiga-Spiel zu schreiben in C. Ich habe früher ja viel in Amos programmiert, aber ich möchte gerne mehr Kontrolle haben über das, was der Rechner da tut. Und vielleicht es auch schneller hinkriegen oder performanter hinkriegen als in Amos. Da in dem zweiten zumindest arbeite ich noch und an dem Kontrollthema arbeite ich auch noch. Es soll ein kleines Jump'n'Run werden, ein Single-Screen Jump'n'Run. Und wir werden uns auch gleich anschauen, wie der aktuelle Stand da ist für alle, die neu dazugekommen sind oder die vergessen haben, weil es schon so lange her ist. Ja, dazugekommen sind jede Menge Leute. Also wir haben hier unter anderem den Flogically, Jens Herr, Nighthawk, Sword Coast, Imposant Andy, Huggy, Daddy 83, Tobi, Dragonflame, Ziba Ketzersult, der Ron, Quarky, Rennpfanne, Nexia, der Old Fart ist da, Rino, Tubotorte, Wolfmaniac, Ossmeister, Befaro und Nerdroom. Ich glaube, ich habe jetzt hoffentlich keinen übersehen. Hallo an alle. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. So, genau. Leichte Verzögerung. Es hat natürlich wieder Technik. Probleme irgendwie, mein Stream Deck wollte nicht und der Rechner und dann aber zweimal durchstarten und dann ging es auch schon wieder. So, durchstarten, starten wir doch mal in den Amiga-Emulator und dann können wir auch mal schauen, was denn der aktuelle Stand ist. So. Und wir sind bei Version 21 und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, also wir haben diese Plattform und Aufgabe ist es, diese Punkte einzusammeln. Das Einsammeln funktioniert noch nicht, das werdet ihr sehen. Aber wir sehen hier, der Dennis wird auch schon ungeduldig. Jetzt wird er noch ungeduldiger. Es wird Zeit, glaube ich, dass wir losgehen. Genau, wir können hier auf der Plattform hin und her laufen. Und wir können auch schon die Leiter benutzen. Aber halt, ja, also man kann hier sich bewegen, aber da ist die Plattform im Weg. Das wird schon geprüft. Und was auch schon geht, ist hier diese Förderbänder. Wir sehen, das Förderband bewegt uns und wenn wir drauf laufen, dann geht es langsamer vorwärts. Wir stehen bleiben nach hinten. Andersrum bei dem hier, das geht ja nach links, deswegen sind wir da schneller. So, und umgekehrt natürlich das Gleiche. So, also Aufgabe ist es, diese Punkte zu nehmen. Und wenn alle Punkte genommen sind, dann öffnet sich die Tür. Spielprinzip basiert auf dem C64-Spiel Mr. Robot. Oh, und es fehlen unter anderem natürlich noch, dass die Interaktion hier, dass man diese Pillen nehmen kann, dass die Bomben explodieren und es fehlen auch noch die Gegner, denn das wäre ja ohne Gegner wäre es ja zu einfach. Die muss man dann ausweichen. So, und man kann aber auch jetzt schon sterben, wenn man nämlich außerhalb des Bildschirms fällt. So, beim letzten Mal habe ich irgendwie längere Zeit rumgeschafft, bis das jetzt dann so in Summe funktioniert hat. Ich weiß jetzt heute auch nicht mehr genau, was die Probleme waren, aber da muss ich mir eigentlich einfach nur den Stream vom letzten Mal, glaube ich, anschauen. Genau. Wird Zeit für einen neuen Rechner. Sagt nichts, ja. A1200 ist nicht mehr die beste Hardwarewahl für das Streamen. Naja, das kommt drauf an. Also theoretisch
würde das auch schon gut funktionieren, wenn man denn, also ich hatte ja schon mal überlegt, ob ich mal spaßeshalber so ein wirklich Retro-Retro-Stream oder sowas mal machen sollte. Also mit einem Genlog ein Videosignal auskeyen, mit Chroma Key und dann in den das Amiga-Bild, also man kann mit dem Amiga ja auf jeden Fall so Vordergrundgrafiken noch sowas machen, also diese Dinger hier, diese Bauchblenden und sowas, das könnte ich damit machen. Ja, nur das müsste dann ja alles irgendwie analog sein. Mein Genlog funktioniert auch nicht mehr und überhaupt. Und vielleicht mache ich irgendwann mal so was Wahnsinniges. Ja, das wir mal sehen. Natürlich muss das fertige Signal dann über den PC, damit man es bei Twitch streamen kann. Aber so das vorne dran, ja, mal schauen. Funzt das dann auch auf dem Handy, fragt Zwieberketzersult. Naja, da das Streaming dann über den PC läuft. Nur das Zusammenmischen, das wäre theoretisch denkbar, auf dem Amiga zu machen. Amiga ist ja in den 80er, 90ern auch viel in Fernsehstationen benutzt worden, um da Signale zusammenzumischen. Ich habe früher zum Beispiel, das war 99, 2000, so in der Kategorie, habe ich für das Ingelheimer Stadtfernsehen gearbeitet. Also gearbeitet, das war eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und habe da auch mal zwei Sendungen waren es, glaube ich, geschnitten, die dann auf dem Kulturkanal Rheinland-Pfalz auf K3 gelaufen sind. Und wir waren noch mal in Mainz bei K3 gewesen. Und zum Einblenden des Senderlogos haben die damals einen Amiga 2000 verwendet. Ja, genau. Als dann natürlich, also heutzutage sind die nicht mehr im Einsatz, heute ist ja alles voll digital, aber im Jahr 2000 haben die noch einen Amiga 2000 für das Senderlogo benutzt, zum Beispiel. Hallo Tiberius. So, dann mache ich mich mal wieder klein und wir schauen mal Quellcode. Schauen meine Quellcode rein. Ich ihn denn? So. Und ich würde mal sagen, das ist auch direkt eine neue Versionsnummer wert. Wir sehen, das ist die Version vom 15.11. Da hatten wir unseren letzten Programmierstream. Danach war ja erstmal die Adventstreams. Hallo, CryptLord. So. Und wir haben 2021 und heute ist der 17. Mache ich das alles in einer Datei? Fragt Sword Coast. Also es gibt ja diese Bibliotheken, die ich hier inkludiert habe. Also Bibliotheken, das sind selbstgeschriebene Routinen. Der Rest ist im Moment in einer Datei. Das werde ich aber bei Zeiten wahrscheinlich auch mal dann ändern. Ich hatte überlegt, wobei ich bin noch am Schwanken. Ich werde versuchen, Teile des Codes quasi wiederverwertbar zu machen, um es für andere Projekte zu verwenden und das dann in diese VD-Tools auszulagern. Das mit diesen, so wie ich im Moment diese Include-Dateien verwende, ist ja auch nicht optimal. Da muss ich noch ein bisschen was lernen. Im Moment funktioniert das aber mal so. Und Nexia hat recht, das mache ich dann später. Im Moment haben wir einen Quellcode von 44 Kilobyte Größe. Natürlich mit Kommentaren und so weiter. So. Der Sword Coast schlägt schon die Hände über dem Kopf zusammen. So. Wir wollen diese Punkte aufsammeln. Die Punkte befinden sich hier. Das sind nämlich. Moment, ich stelle mal um hier auf eine Proportionalschrift. So. Die Punkte, das ist immer da, wo hier in der Level-Definition, ne, das ist hier die Level-Information, wo hier so ein Sternchen ist. Genau, und wo kein Punkt ist, müsste da, glaube ich, einfach nur so ein
Ich nur einfach, ist das ein Bindestrich? Müsste eigentlich ein Bindestrich sein. Mensch, ich muss jetzt gerade mal gucken. Genau. So, also da, wo hier nur so ein Bindestrich ist, da ist nichts und da ist ein Sternchen. Das heißt, wir müssen gucken, wenn wir auf einem Sternchen stehen, muss hier an dieser Stelle ein Bindestrich geschrieben werden. Also muss noch, also muss theoretisch noch nicht mal, aber es hilft. Und wir müssen diese Grafik verändern und dann einfach um einen Zähler um 1 erhöhen. Dafür müssen wir wissen, wie viele Sternchen insgesamt überhaupt drin sind. Und wir fangen also an. Wir brauchen eine globale Variable, in der die Anzahl der Punkte drin steht, die zu sammeln sind. Mal gucken, was ich hier alles so gemacht habe. Verstehe es. Ich werde es irgendwann verstehe es wieder. Machen wir das mal hier. Int to collect. Und collected. So, in die eine schreiben wir rein beim Aufbau des Levels, wie viele dieser Punkte es gibt. Und hier schreiben wir rein, wie viele schon gesammelt sind. Und wenn die gleich sind, dann geht dann ist der Level beendet oder die Tür geht auf. Ja. Hallo Maluk und hallo Silvester. Bei ganz vielen Leveln sind das ganz schön viel unnötige Punkte. Ha. So, und hallo Mo Spider. So, wir müssen. Kann man das hier. Man konnte das doch mal hier alles irgendwie einblenden, einklappen. Toggle, Tools. Ist nicht mal so eine Funktion hier. Toggle all Folds. Okay, so. Jetzt wird es etwas übersichtlicher. Also in dem Load-Level dort setzen wir erstmal den To Collect auf 0. Und wir setzen, na, also einfach für den Fall, dass wir nicht das erste Mal ein Level laden, sondern es im zweiten Level auch noch funktioniert. Und wir setzen Collected jetzt auch auf 0 erstmal. Hallo Dexter, was wird Danger Dennis? Danger Dennis wird ein kleines Jump'n'Run, ein Single-Screen-Jump'n'Run und es wird das Spieleprojekt, an dem ich all die Routinen entwickeln will und lernen will, in C auf dem Amiga ein Spiel zu schreiben, damit ich dann was Komplexeres machen kann. Nur Schritt für Schritt und alles gleich anwenden ist, glaube ich, eine gute Vorgehensweise. So, jetzt müssen wir gucken. Wir haben hier ein Sternchen, das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall to collect um 1 erhöhen. Genau, das müsste es eigentlich gewesen sein. Dann müssten wir am Ende des Levelaufbaus, müsste da die richtige Zahl drin stehen. Learning by Doing. Zwiebacketzersohl sagt es genau richtig. Ja. Schönes Shirt, sagt Maluk. Ja, vielen Dank. Wenn ich etwas höher gehe, dann seht ihr auch den Rest. Ah. Genau. So. Gut, jetzt müssen wir im. Oder das Main Loop. Im Main Loop müssen wir jetzt gucken,
ob unter uns ein Sternchen ist. Sonst hatte ich ja irgendwo eine Routine, die prüft, was unter dem Spieler ist. Kein Amiga-Shirt, Zwieberketzer soll. Na, ich habe natürlich auch ein Amiga-Shirt, aber heute war ich mal für irgendwie, hatte ich mal Lust auf das Shirt. Genau, der Michael hat ja angefangen, ein C64-Spiel in Assembler zu schreiben, aber ist da, also ist aber noch, also man kann schon ein Sprite sehen. Keine Ahnung, ob da jemals ein spielbares Spiel draus wird, aber ich habe irgendwann will ich auch mal auf dem C64 was programmieren. Genau, Dexter gruselt sich vor Accenture, aber, vor Assembler, aber das, ja. Genau, man wächst an seinen Herausforderungen. Man muss. Viel anders geht es auf dem C64 ja kaum. Also, ja, es gibt auch einen C-Compiler, aber ich glaube, auf dem C64 ist Assembler angesagt. So. Gehen wir hier mal zu Points. Points. Wenn unter dem Spieler Player.below ein Sternchen ist, dann collected plus plus. Ja, imposant, Andi, man wächst an seinen Herausforderungen, wie das T-Shirt. Ich will nicht verleugnen, dass ich jetzt in Lockdown-Zeiten etwas Probleme mit den Bewegungen habe, weil ich bin jetzt seit März nur noch im Homeoffice und ich gehe halt quasi fast gar nicht mehr raus. Ja, mir fehlt echt Bewegung. Das müssen wir, wenn wir wieder mal hier uns hier treffen können, dann treffen wir uns auf irgendwelchen Retro-Börsen oder Messen oder anderen Veranstaltungen und dann müssen wir irgendwie zusammen Fitnessübungen machen oder sowas, keine Ahnung. Ich habe schon eine Idee, wie sowas funktionieren könnte, aber da muss ich noch ein paar Monate drüber nachdenken. Ja, aber, oder wir machen so, wie hieß das früher? Enorm in Form hieß das doch, glaube ich, auf ZDF. So, Aerobic, genau. Dann aber mit 80er-Jahre-Klamotten. Oder Tanzmatte, auch schön. Ja, leider funktioniert mein PlayStation-Adapter noch nicht so richtig. Oder das. Ich habe ja schon mal auf dem C64 das, wie ist das, Heartsync gespielt. Aber da gibt's, habe ich noch Problemchen. Muss ich mir irgendwann mal was bauen. Wir packen das Pixelmodell im Spiel an. Kleinen Pixel vorne am Bauch. Wenn er zu viele Punkte gefressen hat. So, weiter geht's hier. Wir müssen das. So, wir müssen das, was unter dem Spieler ist. Jetzt habe ich hier das, was da drunter ist, ja hier in lesbaren Variablen. Wäre es jetzt objektorientiert, dann hätte ich eine Methode gemacht, um das unter dem Spieler zu verändern. Das muss ich allerdings jetzt wahrscheinlich als, also ich könnte das jetzt als eigene Routine hier machen, als eigene Funktion. Aber ich werde das vermutlich, werde ich es öfter brauchen? Naja, mal schauen. Also, wir gehen mal hier. So. Ist below ein Zeiger auf den Level Inhalt? Na, wir sehen das hier. Below ist Level-Inf an der Stelle, wo der Spieler ist. Und das eben. Ja, so, das, so berechnet, dass das das ist, was direkt unter den Füßen ist.
So, und jetzt muss ich was machen, das heißt Update. Nennen wir es mal Update Level. So, und das nehmen wir. Na, ich muss einen Charakter nehmen. Und zwar gibt es der den Type ist wahrscheinlich. Ist das ein reserviertes Wort? Ja. Schreib doch einen Zeiger auf den Levelinhalt in dein Below und dann geht es einfach zu ändern. Ja. Ach komm, wir probieren das. Also das heißt, wir müssten above und above detail und below detail müssten dann Zeiger sein. Jetzt geht das wieder mit den Zeigern los. So, wo habe ich denn? Hier ist das Thema, hier ist Entity definiert. So, und wenn wir jetzt sagen, above und below, das sind Zeiger. Woher stammen die Grafiken? Die Grafiken hat ursprüngliche Version der Michael gezeichnet, 2004, glaube ich. Da hat er dieses Spiel mal in CSDL auf dem PC gemacht. Und ich mache jetzt quasi die Amiga-Portierung und einen Teil der Grafiken und Farbpalette und sowas habe ich selber angepasst. So. Genau, jetzt sollten das hier Pointer sein. So, toUpdate ist schon ein Pointer. Und da wollen wir die Adresse reinhaben. So, und theoretisch könnte das jetzt schon funktionieren, oder? Okay, was habe ich jetzt gemacht? Und Zeile 67. Ah. Ja gut, wenn ich es jetzt... Natürlich darf ich es jetzt nicht mit... Okay. Ja. Also hiermit definiere ich, dass er steht. Aber das heißt, ich muss hier die Referenzen, also das ist einfach, dass unter ihm, unter der Figur ein Boden ist. Aber dann mache ich hier erstmal Null-Referenzen und ich muss rechtzeitig das updaten, bevor ich es auswerte. Jetzt, also ich muss das Update Entity an der richtigen Stelle machen. So. Genau, und zwar bevor ich hier prüfe, ob der Spieler fällt. So, wo wird das Update Entity denn aufgerufen? Hier unten.
Dann muss ich es einfach einmal zum Initialisieren, damit alles ordentlich befüllt wird, am Anfang machen. Und zwar nach dem Load Level. So sollte es gehen. Naja. So, Zeile 1221. Wenn. So, das ist jetzt natürlich ein Pointer. Reicht das, um es zu beheben? Ich bin einfach ein bisschen eingerostet jetzt. Das hat er gefressen. Okay. Ich muss jetzt noch alle Stellen finden. Das nächste Jahr, wir brauchen etwas Öl. Gut, außerdem müssen wir mal hier zumachen, sonst kann das ja nichts werden. Ja, das könnte ja... Das müsste eigentlich, oder? Ne, Player selber. Player selbst ist ja kein. Ne, Player selbst ist ja kein Pointer. Deswegen Player Pfeil below hieß ja, dass ich auf ein Element in dem Pointer Player referenziere. Aber nicht der Player ist der Pointer, sondern das Below ist der Pointer. Deswegen muss es mit Punkt sein. Player ist die Struct und Below ist ein Pointer, genau. So, 1283. So, und wenn... Ah, so, nicht String, sondern Character. Denn es ist Mono. Versteh ich jetzt nicht. Ich sollte auf beiden Kanälen zu hören sein. Theoretisch. Zumindest habe ich hier das Mono-Häkchen gesetzt. Links nix. Merkwürdig. Ich mal hier, klicken wir mal hin, klicken wir mal weg. Ist jetzt okay? So, gucken wir erstmal, ob es noch geht. Okay, es funktioniert. Hat sich schon selbst repariert, okay. So, ja, danke für den Hinweis mit dem Pointer. Das macht es natürlich viel einfacher.
Weil jetzt sollte ich hingehen können und einfach sagen, player.below ist gleich das hier. So, und jetzt müssen wir natürlich noch die Grafik anpassen. Ja, Silvester, mach mal einen Kaffee, das kann noch dauern hier. Da bediene ich mich jetzt wieder aus dem Levelaufbau. So, wir brauchen das. Und das lagere ich vielleicht noch mal dann aus. Update Level Graphics. Switch player.below detail. Wie war das? Steuerung plus? Nee. War's nicht. Indent. Control 0? Nee. Wie war das denn nochmal? Da gab's doch einen Befehl dafür. Jetzt hab ich ihn vergessen. Na egal. Muss ich in einem meiner alten Streams nachgucken, wie der hieß. So. Und jetzt muss das Ganze natürlich gezeichnet werden und Teil muss natürlich auch noch definiert werden. Teilnummer. Und das geht nicht in dieser C-Version. Ich muss es am Anfang der Funktion definieren. Okay. Und jetzt brauchen wir den Teil, der es tatsächlich zeichnet. Das ist das hier.
So, die Tile-Bitmap, die sollte ich ja erst am Ende wieder entladen, oder? Gibt's die noch? Die darf ich natürlich jetzt vorher nicht geschlossen haben. Ne, diesem Cleanup wird die erst geschlossen. Okay, die haben wir noch. So, und jetzt brauche ich das X und Y. Ist wahrscheinlich Player X und Player Y. Da? Naja, muss ich umrechnen. Also es gibt PixX und PixY. So, kopieren wir mal das hier gerade. Das ist below. Also das ist unter dem Spieler. So, also player.pixx plus player.pixx. Height. Tobi hat natürlich vollkommen recht. Man sollte das in so ein Get-Teil und Set-Teil oder sowas auslagern, aber das mache ich später. Ja, tatsächlich drüber nachgedacht. So, das ist jetzt das X. Aber ich brauche natürlich nicht durch 8. Ich lasse einfach das mal 8 hier weg. So, und das ist jetzt, das kann weg. Theoretisch könnte das vielleicht gehen. Jetzt bin ich gespannt, was da jetzt passiert. Noch nicht explodiert, das ist schon mal was. So. Okay. So, ich vermute, dass ich die X- und Y-Werte vertauscht habe. Also, sieht schon mal besser aus, aber trotzdem noch nicht so wie gewollt. Gut, und das Flimmern, das kommt natürlich vom Double Buffering. Das lösen wir dann im zweiten Schritt, aber erstmal muss es an der richtigen Stelle gepastet werden und das passiert im Moment nicht. Genau. Aber ich würde sagen, das lassen wir so und das wird in einem Zero-Day-Patch wird das dann.
behoben. Okay, so, nochmal nachdenken. Also wir haben die X-Position in Pixeln. Jetzt müssen wir mal überlegen, was will ich da eigentlich? So, und das mal 2 brauchen wir nicht. Das brauchte ich für die weil ich in diesem Array immer in Zweierschritten springen muss. Das macht natürlich hier gar keinen Sinn. So, und und ich darf es natürlich auch nicht pixelgenau machen, sondern das darf ja immer nur in Achtersprüngen sein. So, das heißt, wir brauchen das durch 8. Und zwar lalala. Schwester fragt, wird die Grafik so nur einmalig aktualisiert? Genau, sie wird nur in einem der beiden gedoppelt gebufferten Screens. So, hier muss ich ein Casting machen, dass das ein Integer wird. Dann kann ich es wieder mit 8 multiplizieren. Bin ich mal gespannt, ob das geht. Nee. Wie ging das mit dem Casting? Ach, in Klammern int, okay. Also so rum. Too few arguments. Bin ich jetzt 13.07? Eine Klammer zu wenig. Nee, eine zu viel. Nee, so rum. Die müsste ich mir eigentlich sogar sparen können. So, jetzt. Okay. Der alte Background-Window-Error. Ich glaube, jeden neunten Aufruf geht es schief, wenn ich es beim letzten Mal richtig erzählt habe. Und Tobi hat vollkommen recht, es fehlt natürlich eine... Nee, Silvester recht, es fehlt eine Klammer. Gut, tut gut. So, also flimmern heißt in diesem Fall, das ist gut. Dann hat er sie nämlich gelöscht. So, das scheint schon mal zu funktionieren. Wir müssen es jetzt nur in beiden löschen. So, und da habe ich mir im Vorfeld mal Gedanken gemacht, ob ich so eine Art Update-Pipeline mache oder irgend sowas, dass ich sage, so, dass, also, wenn ich es jetzt gleichzeitig in beiden Frames mache, dann habe ich das Problem, dass ich ja doppelt so viel Zeit brauche. Und das könnte auf dem Amiga 500, abgesehen davon, dass das Spiel im Moment schon nur mit 25 Frames auf dem 500er läuft,
könnte das noch mehr Probleme machen. Aber das tut ja eigentlich nicht Not, weil so schnell bewegt sich die Spielfigur ja gar nicht, dass ich quasi in die Verlegenheit komme, in der 50. Sekunde zwei Felder zu aktualisieren. Also aktualisiere ich die einfach einen Frame später, nämlich dann, wenn der nächste angezeigt wird. Und die simple Lösung dazu wäre, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das Player bin. Genau. Punkt heißt nämlich, er fällt runter und bei allem anderen fällt er nicht runter. So, und jetzt machen wir. Ich muss gerade gucken, ob ich was für Zeichen ich da eigentlich verwendet habe in der Level-Definition. Ich werde jetzt einen Trick machen. Da, Level-Inf. Indem ich da nicht direkt, also das hier, das ist ja eine Plattform, wo kein Punkt drin ist. Das ist eine Plattform mit einem Punkt drin. Und ich werde jetzt einfach hier ein anderes Zeichen reinschreiben. Und zwar ist das, glaube ich, nirgendwo sonst verwendet. Ich mache, ein Stern ist ja quasi irgendwie sowas. Und jetzt mache ich nur noch so einen halben Stern, also ein Plus. Das heißt, ich mache aus dem Sternchen ein Plus. Dann weiß ich, beim nächsten Mal muss ich nochmal aktualisieren und also den Bildschirm aktualisieren, macht dann ein Minus draus und dann ist alles gut. So, das heißt, wir brauchen. Wenn das oder Player Below gleich Plus. Dann passiert das Update und es wird geblittet. So, und jetzt müssen wir noch rausfinden, if player.below, könnte man auch mit einer Switch-Anweisung machen, aber da es nur zwei Möglichkeiten gibt, machen wir das hier mit einem if. Wenn es nämlich ein Sternchen ist, dann wird ein Plus draus und else so. Macht noch nicht, was es soll. Ich glaube, ich muss den Debug-Modus mal aktivieren, damit ich sehe, was da passiert. Was hat er denn jetzt? Ah, nur Warnings. Ja, dann. Ah, jetzt. Bei dem Level Inf. Was macht er denn da? Jetzt muss ich mir kurz nochmal die Debug-Routine anschauen. 64 Zuschauer, ja, dann hallo an alle neu dazugekommenen. So viel haben wir selten beim Coding. Wenn ihr Fragen dazu habt, was hier passiert, stellt gerne Fragen, dann werde ich sie beantworten. Ansonsten Kurzfassung für die, die vielleicht noch da neu dazugekommen sind. Ich schreibe ein neues Spiel für den Amiga in C und arbeite mich da ein und versuche dabei zu lernen, wie das überhaupt funktioniert. So.
Im Main Loop gibt es irgendwo diesen Debug-Teil. Genau, jetzt Commodore 64. So, Status Information. So, da wollen wir natürlich, dass Player above, below. Da den Point als Pointer also verwenden. So, genau. Wir sehen, dass es zwischendurch mal kurz zu einem Plus wird. Ah, und das Problem ist, ja, ich habe vergessen, die Variable anzupassen. Ja. Aber jetzt konnten wir mal sehen, dass es im Hintergrund das tut, was es tun sollte beim Schreiben. Ich schreibe nämlich in die falsche Bitmap. Und zwar müsste ich in die. Wo ist denn die Aktualisierung? Anfangen. Wir haben ja Double Buffering, also ich wechsle zwischen zwei Bitmaps her. Ich habe aber hart in eine der beiden reingeschrieben. Und das muss ich natürlich variabel machen, sonst kann das ja nichts werden. Kurz schauen, wo ich das überhaupt ändere. Genau. Toggle Frame muss ich nehmen. Und nicht hart 0. Und schon funktioniert's. Genau, jetzt muss ich nur noch einbauen, dass wenn alle Punkte, also wenn alle Spatzen gefangen sind, dass dann auch was passiert. Machen wir mal erstmal die einfache Variante, dass dann das Spiel endet. Ja. Genau, aber das machen wir gleich. Vorher gibt es eine kurze Pause. Und ja, dann. Bleibt dran, gleich geht's weiter mit, wir können das Spiel auch gewinnen, den einen Level zumindest. Thank you.
So, kürzen wir das mal ab. Ja, ich war schnell noch ein bisschen Aerobic machen, ja. Einfach hier, dass mal ein bisschen in Bewegung bleibt. So, und jetzt alle mitmachen. Und eins, und zwei. Ah, da knackt es. Eieieiei. Gut. Weiter geht's im Text. Wie nächstes Jahr. Was heißt denn jetzt? Also bitte. Kontenanze. Hallo, Spaceman. So, wir müssen jetzt erkennen, dass wir alle Punkte aufgesammelt haben und dann soll was passieren. Ich habe eben mal überlegt, ich glaube, wir machen es gleich richtig und zwar soll sich dann der Ausgang öffnen. So, jetzt muss ich mal gucken. Der Ausgang wird ja gezeichnet. An dieser Stelle. Das heißt, ich muss mir hier die Ausgangsposition auch mal merken, damit ich nicht wieder den ganzen Level durchsuchen muss, wo denn überhaupt der Ausgang ist. Dafür brauche ich neue Variablen. Und die nennen wir jetzt mal Exit X und Exit Y. Wie nächstes Jahr hat er schon einen platten Reifen. Was machst du denn für Sachen? So. Exit x gleich x, Exit y gleich y. So, das sind jetzt die ja, machen wir doch gleich die richtigen Koordinaten draus. Also das ist x mal 8 minus 4. Das ist y mal 8 minus 16. Das ist quasi genau das hier. Ja. Was? Nachts um 23 Uhr Gewerbegebiet bei Schnee und Minustemperaturen. Hurra! Tyrtrasul, vielen Dank für das Abo. Und jetzt ganz vergessen vorhin, Flogically, vielen Dank für die Bits. Gleich für, am Start verteilt. Reh auf dem Rückweg zeitlich angetroffen. Eieiei. Das sind ja schon Sachen hier. So, wir haben die X- und Y-Position des
Ausgangs. So, und der Ausgang müsste eigentlich Teil Nummer 31 sein. Ach, seitlich. Oder wir können das sogar, machen wir es noch, machen wir eine Berechnung weniger. Da kann man überall Prozessorzeit sparen. Na, jetzt haben wir es ja schon berechnet. Da können wir auch einfach den Wert hier nehmen. So, dann sollte das Spiel schon gleich um eine Millisekunde schneller sein oder sowas, oder? Und es hat den Vorteil, dass ich jetzt den Text hier einfach kopieren kann. So. Ich muss, damit das funktioniert, erstmal hier zwischenspeichern. So, das Hochzählen darf er erst machen, oder? Wir brauchen noch eine. Ne, das war schon okay so. Wir müssen noch irgendwo uns ja merken, ob der Ausgang eigentlich offen ist oder nicht. Also brauchen wir ein Bool. Exit open. Und eigentlich könnten wir das als eine lokale Variable machen. Die Vorsätze, Variablen und Struktur und sowas, das ist ja hier unglaublich. So. Exit open. So, und jetzt muss ich das an der richtigen Stelle machen. Also. If. Not exit open und to collect gleich collected. So, jetzt muss ich der Ausgang öffnen. Also müssen wir das hier. Toggle Frame. An der Ausgangsposition. Mal gerade gucken, wo ich das noch mal definiert habe, wo eigentlich der Ausgang ist.
Wir gehen mal in die Grafikdatei rein. Sylvester sagt, schreib direkt in beide Bitmaps. Nee. Dann brauche ich wieder länger. Also, ich will möglichst, also beziehungsweise dann habe ich wieder einen Peak an Aktivität. Ich will die Aktivitäten möglichst gleichmäßig verteilen, um auf einem langsamen Rechner möglichst wenig Probleme zu haben. Da ich ja die Bitmaps abwechselnd darstelle, also quasi bis ich beide Bitmaps angezeigt habe, ist eine 25. Sekunde vergangen. Habe ich auch eine 25. Sekunde Zeit, um das zu aktualisieren. Das teile ich in zwei Aktualisierungsschritte auf. Wenn ich das in einem Frame machen würde, also in der Hälfte der Zeit, dann wird er vielleicht mit irgendwo, kriege ich irgendwo Probleme, dass er nicht mehr fertig wird. Und dann ruckelt's. Das lieber gleich direkt am Anfang aufteilen. So. Danger Dennis. Graphics. Tiles. So, 1,10 ist hier und jetzt müssen wir plus 17 Pixel. Da? Also 1 plus 16 sind 17, plus einmal Rahmen sind 18. Das ist der offene Ausgang. Ich habe es natürlich auch an der falschen Stelle jetzt geändert. Sondern das muss ja hier unten passieren. So. So, und wenn if player.below jetzt ein Minus ist, dann war das schon das zweite Mal, dass wir das gemacht haben. Dann setzen wir exit open auf true. Und dann sollte er auch da nicht mehr reingehen. So, das heißt nur, wenn er. Also, wenn unter uns ein Punkt ist oder gerade eben noch war, das ist ja für gerade eben noch war, und der Ausgang noch nicht geöffnet ist, und jetzt aber wir die richtige Anzahl an Punkten gesammelt haben, dann wird der offene Ausgang gemalt. Wir laufen das zweite Mal durch, dann steht da ein Plus drin. Da gehen wir aber ja trotzdem nochmal hier rein. Das wird auf Minus gesetzt. Das ist immer noch richtig. Wir zeichnen das ein zweites Mal. Da jetzt aber ein Minus drin steht, was wir hier gesetzt haben, wird Exit Open auf True gesetzt. Und dann malen wir das nicht wieder. So. Logically sagt, man könnte das auch ohne Belastung der CPU in beide Bitmaps schreiben, wenn man das über eine Copperliste macht, die eine Blitteraktion zum Überschreiben auslöst. Ja, theoretisch. Aber auch Blitterzeit ist natürlich begrenzt. Das heißt, selbst wenn ich das Ganze über einen Blitter mache, ist es immer noch besser, das über zwei Frames aufzuteilen, weil ich dann auch Blitterzeit spare. Also ich spare entweder CPU-Zeit oder Blitterzeit. Also alles zu seiner Zeit aktualisieren. Und egal, ob ich es über CPU oder Blitter mache, ist es so, glaube ich, in beiden Fällen besser. Nutzt Blit-Bitmap den Blitter nicht? Stimmt. Ja, da hast du natürlich recht. Blit-Bitmap sollte den Blitter benutzen.
Aber ich könnte natürlich eine Kopperliste machen, in der ich das irgendwie mit reinbaue, glaube ich. Na egal. So müsste es auf jeden Fall funktionieren. So. War der Ausgang eben schon offen? Moment. Augenwinkel gesehen. Aha. Also das Öffnen des Ausgangs funktioniert schon mal. Es ist aber beim ersten Mal passiert es direkt. Okay. Da muss ich mir vielleicht doch mal die Werte von collected und to collect anzeigen lassen. Genau, Tobi, exakt das. Zwar hätten wir gerne. To collect. Collected. Schwierigkeitsstufe einfach. Genau. Hey, das muss natürlich hier anspruchsvoll werden, aber es soll ja auch eine Lernkurve geben. So, was habe ich denn jetzt gemacht? Zeile in der Elite-Zeile. Expected. Vielleicht hätte ich die Klammer zumachen sollen, das könnte helfen. To collect 1. To collect. Okay. Gucken wir mal, wo to collect aufgebaut wird. To collect wird um 1 erhöht. So, und das ist ja eine Schleife. Dreamspy, vielen Dank für das Abo. Ich das denn definiert hier? To-Collect ist 0. Plus plus.
So, hier setze ich es auf 0. Dann kommt die Schleife. Verstehe ich nicht. Also das hier ist die Schleife. Mit den Ys. Und das sind die Xe. So, und wenn wir ein Sternchen haben, dann wird toCollect um 1 erhöht. Und danach legen wir noch fest, was für eine Farbe das Ganze hat. Machen wir mal ein eine Debug-Info. In die Konsole. Das ist toCollect 65. Jetzt ist es 1. Aha. Gut. Ich weiß, woran es liegt. Alter C-Fehler. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich weiß, woran es liegt. So. Da muss natürlich ein doppeltes Gleichheitszeichen hin. Weil sonst setzen wir ja toCollect auf collected. So. Na also. Und der Ausgang ist offen. So, jetzt müssen wir nur noch erkennen, dass wir vor einem offenen Ausgang stehen. Und dann das Level ausblenden und dann kann man das zweite Level laden. Sehr schön. Also man kann jetzt nicht nur verlieren, man kann auch zumindest so ein bisschen gewinnen. Okay. So, und die, das Zeichen für den Ausgang ist das große X. Also wenn Player Below X ist und der Ausgang ist offen,
Dann haben wir gewonnen. Und dann machen wir erstmal, dass wir einfach nur ausblenden. Und zwar ohne, dass ein Game Over kommt. Und dann müssen wir nämlich End gleich True setzen. Open Exit. If player.below ist großes X, überlege gerade, ich könnte natürlich statt ein Boolean OpenX zu verwenden, könnte ich da ein kleines X und ein großes X machen, im Sinne von wie ein kleines X für ein geschlossen und großes X für offen. Ist das X unter dem Player? Nein, Tobi, du hast recht. Das ist natürlich über den Füßen. Also above. Also, wenn das und open und exit open, dann setzen wir end gleich true. Und wir schalten den Debug-Modus wieder aus. Und damit müssten wir jetzt eigentlich das Spiel starten, den ersten Level durchspielen können und dann sollte sich das Programm beenden. Jawohl, es funktioniert. Also, wir können den ersten Level durchspielen und wir können verlieren, indem wir runterfallen. So, was jetzt natürlich noch passieren muss, ist, dass die Bomben explodieren, dass der Gegner sind, dass man die Schildpillen nehmen kann oder sowas. Aber ich würde mal sagen, das können wir auch über ein DLC nachrüsten. Wir können jetzt eigentlich releasen, oder? Genau. Ja, Impostat an, genau. Early Access. Sehr gut. Ja, ich glaube, dass für das erste Mal Coden im neuen Jahr war das doch jetzt schon mal sehr gut. Dann überlege ich mal, was wir beim nächsten Mal machen. Und ja, ich würde mal sagen, besser wird es heute auch nicht mehr. Dann wollen wir mit diesen schönen Bildern doch für heute dann auch zum Ende kommen. Kurzer Ausblick, was kommt als nächstes hier auf Twitch? Nächste Woche Sonntag gibt es planmäßig die Fortsetzung. Dann mache ich was auch immer ich dann als nächstes. Was könnte man denn machen? Das wirklich Harte werden die Bomben. Ich überlege, ob ich das mache oder ob ich erstmal die Schildpillen mache. Vielleicht versuche ich es einfach. Ich versuche es einfach mal mit den Bomben. Das nehme ich mir mal fürs nächste Mal vor, dass die Bomben explodieren. Genau, dann haben wir als nächstes geplant, in den Zeitplan gucken. Im Moment ist ja alles noch so ein bisschen schwierig in den Planungen, aber wir sind einfach mal optimistisch und denken, dass ich bis in, na, jetzt lädt er aber wieder ewig. Gehen wir mal davon aus, dass in 2 Wochen die Lage sich mindestens mal stabilisiert hat. Und das heißt, am Samstag, dem 30., da ist der Hagen wieder hier. Und wir machen unsere große Jubiläumsgala. Denn Virtual Dimension wird am 31. Januar 2021 30 Jahre alt. Und das wollen wir feiern. Und wir werden anlässlich dessen einen
Naja, Monster-Stream kann man nicht sagen, weil wenn wir streamen, also Hagen und ich, dann wird es ja eh etwas länger. Aber wir wollen mal so einen Schweinsgalopp machen durch 30 Jahre Virtual Dimension. Wir reden über die Anfänge, wir zeigen euch, was wir so in den 90ern gemacht haben. Wir gucken mal die Spiele an, die wir damals entwickelt haben und auch die Spiele, die wir damals angefangen haben zu entwickeln und nicht fertiggestellt haben. Also The Lost Treasures of Virtual Dimension quasi werden wir euch hier mal präsentieren. Und gucken mal, was, zeigen euch mal, was wir so in den 2000ern gemacht haben und so weiter. Na, da haben wir schon ein bisschen was geplant. Also, trag das mal in den Kalender an, 30.01. Wir feiern in unseren Geburtstag quasi rein. Und eine Tonne Nüsschen, genau. DreamSpy hat am 31.01. Geburtstag. Dann feiern wir auch in deinen Geburtstag rein. Und wir zeigen, Jens hat es auch richtig, wir zeigen die Leichen im Keller. Genau, wir haben da so diverse Sachen in der Vergangenheit mal, also Prototypen gemacht. Und vielleicht wird aus irgendeinem davon ja tatsächlich doch nochmal irgendwann was Fertiges. Genau, und wie es dann im Februar weitergeht, da wage ich jetzt erstmal noch keine Prognose. Geplant ist, dass wir am 20. Februar dann mit Historyline weitermachen. Da müssen wir auch spätestens weitermachen, wenn wir auf unserem YouTube-Kanal keine Lücke haben wollen. Dann gehen uns die vorproduzierten Folgen aus. Und genau, Tyrtrasul, wann soll es losgehen? Also wir 20:15 Uhr. Also wir werden dann ab 20 Uhr Vorprogramm mit Musik machen und 20:15 Uhr geht es dann los. Und wir haben viel zu erzählen, viel zu zeigen und es wird auf jeden Fall bis nach Mitternacht gehen. Ja, wenn jetzt nicht noch irgendwas total Verrücktes passiert, weiß man ja heutzutage nicht mehr so genau. Primetime, exakt. Samstag, 20:15 Uhr. So. Dann gucken wir doch mal, was sonst so gerade hier los ist. Da haben wir. Mal gerade, wo wir als nächstes hingehen können. Ich glaube, das sieht ganz interessant aus. Solange nicht wieder Schränke zusammengebaut werden, wird das super. Nee, das haben wir. Also, haben wir nicht vor, zumindest. Man weiß ja nie, was passiert. Ja, wisst ihr was? Wir gehen zu Amiga Bill. Der spielt nämlich gerade Another World. Ein sehr schönes Amiga-Spiel. Muss ich nur hier auf mein Creator-Dashboard gehen. So. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Live-Coding geht weiter nächsten Sonntag wieder 20:15 Uhr. Und dann versucht man das mit den Bomben. Und wir gehen jetzt drüber zu Amiga Bill und schauen uns Another World an. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ad Astra.